Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Wir sind bei diesem wunderschönen Boss stehen geblieben. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt besser läuft als im letzten Part. Das wäre sehr toll. Okay. Ach, schade. Ich hoffe, der ballert nicht in die Mitte. Okay. Ja. Nice. Nummer 1 schon mal fertig. Okay. Ich habe mir auch mal die nächsten Trophäen durchgelesen und die nächsten zwei Trophäen, die nehmen wir heute mal in Anspruch. Oh Gott, jetzt fehlen hier. Das ist ein bisschen gemein. Okay. Okay. Das war ein bisschen mies, damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Aber gut, einmal denke ich noch. Gegen die Alben, wenn wir den jetzt in First Try hinkriegen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Verdammt schnell jetzt. Das war verdammt schnell. Okay. Yes! Yes! Oh, die Energiezelle gehört uns. Er ist down. Und Claude-Schneider. Tolle Arbeit. Den Bewohnern von Felsdorf ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Aber es bleibt leider keine Zeit zum Feiern. Fliegt mit dem Zoomer den Gebirgspass hinauf. Aber seid vorsichtig. Die Löcke haben den ganzen Pass vermieden. Wenn ihr den Vulkankrater erreicht, müsst ihr unbedingt im Labor des Roten Weisen das Teleporttor aktivieren, damit Vater und ich zu euch stoßen können. Oh, okay. Oh je, diese Lurker sind auf dem Weg zu einer Sprengkapsel am Ende des Canyons. Wenn sie die vor euch erreichen, sprengen sie den ganzen Pass in die Luft. Ihr müsst vor ihnen dort sein und die Sprengkapsel zerstören, oder alles ist aus. Nein, kein Rennen jetzt. Ach Gott. Okay. Fliege. Wow. Fliege. Gott, wie soll ich denn vor denen sein? Fliege wollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Also wenn ich fliegen sehe, die nehme ich natürlich mit. So, übrigens die nächste Trophäe, die wir bekommen können, müssen, besagt 50 Energiezellen. Und ich denke, das kriegen wir auch hin. Ich meine, wir haben ja 5, jetzt haben wir 46. Was ist das? Was ist das hier? Aber anscheinend scheint es doch irgendwie kein Rennen oder sowas zu sein, weil... Ich kann sie ja auch irgendwie nicht einholen. Okay, neue Trophäe. Cool. Der Erkugler. Von mir aus. Okay.
Okay, ich muss wirklich schneller als die sein. Okay. Ich meine, jetzt habe ich mich ja auch gerade noch um viele andere Sachen gekümmert. Jetzt kann ich mich halt wirklich um die kümmern. Okay, ich bin auf jeden Fall schon mal vor 2. Nein, und dann falle ich runter. Oh, das ist halt der Nachteil, wenn man schnell sein will. Dann kommt man nicht so geil um die Kurven. Oh. Das habe ich kaum gesehen. Okay. Okay, bis jetzt läuft alles sehr, sehr gut. Nein! Auch immer dieselbe Stelle. Das kann doch nicht wahr sein. Da muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Warte, welche? Das war nochmal zum Springen, die Taste. Als ob. Jetzt bin ich sogar extra noch dabei gesprungen. Uff. Ich hab doch ganz normal um die Kurve gelenkt. Ich verstehe nicht. Ich verstehe. Die Steuerung ist halt irgendwie nicht so. Also ich will es jetzt nicht nur auf die Steuerung schieben, ne? So ist der jetzt nicht. Aber ich verstehe die Kurvenphysik manchmal nicht. So, ich bin vor Ihnen. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt Zeit. Aber wir fahren jetzt hier chillig drüber. Dann hat sich die Sache erledigt. Okay. Jetzt kommt hier der Spaß. Das habe ich nicht gesehen. Aber alles gut. Ich bin noch vorne. Ich bin noch vorne. Hier werden wir nochmal schön schnell. Oh Gott, hier war ich noch nicht. Oh nein! Geschafft! Wir haben sie davon abgehalten, den Pass zu sprengen. Ach so. Ja cool, dann kann ich ja wieder zurück und Ding hier einsammeln. Ich habe schon gedacht, so nein, jetzt habe ich ihn verpasst. Aber ist ja easy. Ja, damit fehlen uns nur noch 3. Und da hinten war noch einer, das heißt, es fehlen eigentlich nur noch 2. Das ist ja relativ easy. So, holen wir noch den. Und damit fehlen uns nur noch 2. Zoom, zoom. Okay. Gut gemacht. Ihr wart vor ihnen bei der Sprengkapsel. Das Labor des Roten Weisen liegt gleich da vorne. Schaltet das Teleporttor ein, damit wir zu euch kommen können. Alles klar. Vulkankrater. Alles klar. So. Das heißt, noch 2 Energiezellen und dann haben wir auch die nächste Trophäe, die ich bereits gelesen habe, und dann können wir wieder lustig sein und Spaß haben. Nicht, dass wir es nicht so sowieso schon hätten, aber ich frage mich jedes Mal, ob ich noch in einem Stück aus diesen Dingern rauskomme. Heilige Jakau, das Labor des Roten Weisen sieht ja noch schlimmer aus als das des Blauen. Tja, sieht so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Ich würde es nicht gerade einen Kampf nennen, oder Schwesterherz? Gewiss nicht. Der Rote Weise hat so schnell aufgegeben. Hat keinen Spaß gemacht. Goal! Bist du das?
bist jetzt wohl völlig übergeschnappt, was? Und Maya, hab ich dir nicht gesagt, das dunkle Echo würde euch beide verändern? Oh, nie glaubt jemand dem alten Samos. Was habt ihr beiden mit dem blauen und dem roten Weißen gemacht? Mach dir keine Sorgen um deine bunten Freunde, du alter Narr. Sie sind völlig sicher in unserer Zitadelle, unsere Ehrengäste. Sie sind so liebenswürdig, uns zu helfen bei einem kleinen Projekt. Du hattest Unrecht, Samos. Man kann das dunkle Echo kontrollieren. Wir haben seine Geheimnisse gelüftet und können nun die Welt nach unseren Wünschen neu gestalten. Du kannst das dunkle Echo nicht einfach so kontrollieren. Sogar die Precursor. Bis jetzt mussten wir uns mit dem bisschen Echo zufrieden geben, das wir an der Erdoberfläche finden konnten. Aber bald haben wir Zugang zu den riesigen Lagern von dunklem Echo tief unter der Erde. Nicht die Silos. Doch, die Eco-Stationen. Wir werden sie öffnen und das dunkle Echo der ganzen Welt wird uns gehören. Aber das ist unmöglich. Nur ein Precursor-Roboter. Ach, reg dich nicht so auf, Samos. Mit dir haben wir noch große Pläne. Moment mal! Das war Goal? Derselbe Goal, der mich zurückverwandeln soll? Goal ist der Kerl, der uns töten will? Ich bin erledigt. Wir sind vielleicht alle erledigt. Wenn sie die Silos öffnen, wird das dunkle Echo alles verderben und zerstören, was damit in Berührung kommt. Wir müssen einfach ihre Zitadelle erreichen, um sie aufzuhalten. Der schnellste Weg dorthin führt durch das Lavarohr am Grund dieses Kraters. Mit ein paar weiteren Energiezellen müsst ihr euch das Hitzeschild des Zoomers sicher über die Lava bringen. In Ordnung, mein Junge. Tu, was du kannst. Nimm die Flohquaste mit und sammle noch mehr Energiezellen. Oh Gott, wie viele braucht er denn jetzt? Ach du heiliges Echo. In den Spinnenhöhlen scheinen sich eine ganze Menge Lurker zu befinden. Toll. Hört sich ja richtig gemütlich an. Lass mich raten. Es gibt Spinnen in den Spinnenhöhlen. Richtig? Natürlich gibt es Spinnen in Spinnenhöhlen. Aber das ist euer kleinstes Problem. Die Lurker sind hinter Kristallen aus konzentriertem dunklen Echo her. Ihr müsst die Kristalle zerstören, bevor diese Monster sie in die Finger bekommen. Na los jetzt! Mein Handy rastet gerade wieder ein bisschen. So, Kira, kannst du mir sagen, wie viel ich brauche? Hey Jungs, sammelt weiter Energiezellen. Ihr braucht sie, um weiter nach Norden zu reisen. Und wie viele? Das ist... Also ich möchte jetzt erstmal hierhin zurück. Denn hier haben wir noch eine easy Energiezelle zu holen. Tatsächlich. Ich glaube, uns fehlen hier auch noch die Fliegen. Ich kann ja kurz mal gucken. Ja. Ja, vielleicht finden wir ja beide. Weil ich meine, es ist ja nur das Dorf. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Aber ich war in allen Häusern, oder? Ich meine schon. So, da hinten ist die Energiezelle, die wir easy holen können. Gut, ich glaube, es ist... bisschen laut. Oh, und wir haben alle Precursor in Sanddorf. Das ist ja nice. Ja, das wird mich auch noch Nerven kosten, alle Precursor sammeln. Das wird definitiv Nerven kosten. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das onscreen machen werde. Ich denke, ich werde das offscreen machen und euch dann einfach reinschneiden später, wenn ich die letzten quasi gefunden habe. Damit ihr quasi miterleben könnt, wie dann da steht, dass ich alle in dem jeweiligen Gebiet gefunden habe. Aber ich denke, es ist nicht gerade das Beste zum Zugucken, wenn ich euch jetzt mitnehmen würde, alle Orbs zu sammeln. Ich wollte es ein bisschen leiser machen. So, Energiezelle. Das heißt, uns fehlt nur noch eine und es wäre schön,
wenn das noch die Fliegen hier im Sanddorf werden würden. Da fehlt uns nämlich nur noch eine. Das Problem ist nur, ich habe absolut keine Ahnung, wo die ist. Ich meine, wir waren schon in allen Häusern drin. Und ich meine, wir haben ja auch schon alle Orbs. Über der Bildhauer, da waren wir auch. So, hier ist ja auch schon das Ende des Dorfes. Also, das Dorf ist ja nicht groß. Wir waren aber definitiv schon in allen Häusern. Ich kann mich an kein Haus erinnern, wo wir nicht drin waren. Die einzige Möglichkeit, die ich noch sehen würde, wäre irgendwo hier oben. Weil wir hier zum Beispiel noch nie rumgelaufen sind. Hier gibt es aber auch nichts. Hier anscheinend auch nicht. Kann man oben noch woanders hin? Nee. Okay, dann ist es hier schon mal nicht. Oh. Ist hier irgendwo noch ein Secret? Irgendwo noch ein Sandstrand unten. Hier sowas zum Beispiel, wo einer versteckt sein könnte. Yep. Und tada. Und damit Power Chords. Haben wir das Sanddorf 100% abgeschlossen. So, wir haben ja auch alle Energiezellen auf der Nebelinsel. Wir haben auch schon alle Energiezellen im Dschungel. Da muss ich dann halt nur noch die Orbs sammeln. Das werde ich dann, wie gesagt, offscreen machen. Das werde ich dann aber wahrscheinlich auch erst machen, wenn die Trophäen das besagen. Und das wird auch, glaube ich, sogar die letzte Trophäe werden. Weil ich glaube, ich habe gelesen, die letzte Trophäe ist alle 2000 Orbs zu haben. Beziehungsweise die schwerste Trophäe. Ich wollte nicht mit dir reden. Was macht ihr denn hier? Ihr sollt Energiezellen sammeln. Ja, meine... Ich wollte doch gerade zurück zum Vulkan. Noch halt die Schluss. Das Roten weiß nicht, oder? Oh, falsch das. Ich würde ja immer noch gerne wissen, wie viele Energiezellen ich brauche. Hat die Kira das eben gesagt? Oder habe ich die auch nur nicht akustisch verstanden? Da unten gibt es auf jeden Fall eine Menge Orbs. Hier gibt es wahrscheinlich Tod und Verderben. Hier hat man eine Fliege. Oh, hier ist mal ihn. Das reine Licht, denn in seiner Flamme ruhen die Antworten. Verdient meine Energiezellen. Ja, also eine kann ich mir noch leisten, so ist es jetzt nicht. Gib mir mal eine weitere Energiezelle verdient. So, tada! Wären wir schon mal bei 51. Jetzt habe ich noch 70 Orbs, das heißt, ich brauche noch 50, um mir die nächste leisten zu können. Alles. Warum kannst du dich da nicht festhalten? Kann ich da. Okay, und spare Band. Okay. Sind hier die Spinnenhöhlen? Sieht ein bisschen danach aus, oder? Zweite Fliege.
Na, hier sind tatsächlich Menschen. Oder was auch immer sie darstellen. Hey Gordy, ich denke, wir haben Besuch. Du denkst, Willard? Tachchen, Freunde, auf der Durchreise, ja wir auch. Tja, wir müssen weiter, nichts zu sehen hier. Ich dachte, das sei ein unbezahlbarer Edelstein. Willard! Eigentlich wollen wir Energiezellen, keine Edelsteine. Wir haben 4 Stück davon, wollen wir sie? Was euch das Spatzenhirn hier sagen will, ist, dass wir vielleicht ein paar Energiezellen übrig haben und uns vielleicht davon trennen könnten. Für 90 Orbs pro Zelle. Wo habe ich das bloß schon mal gehört? Hey, 90 Orbs pro Stück? Wie ist diesen Riesenedelstein eigentlich hier wegbekommen? Tja, Schlaumeier, wir haben noch 12 Jahre Graben vor uns, um uns was einfallen zu lassen. Gordy, würde es nicht schneller gehen, wenn du mitgräbst? Alter, das heißt, bei denen kann ich auch nochmal 360 Orbs abgeben. Alter. Okay. Ich habe die Gondel wieder aktiviert. Sie kann euch ins Schneegebirge bringen. Benutzt sie, wann ihr wollt. Hey Jungs, nach meinen Berechnungen braucht man 72 Energiezellen, um den Hitzeschild gegen die Lava auf dem Weg zu Gol und Maya Zitadelle zu wappnen. Okay, fahren wir mal ein bisschen mit der Lore. Alter, gibt's hier viele Orbs. Ja, schmackotastisch. Da fahren wir hier mal eine Runde, würde ich sagen. Also wir fahren erstmal eine Runde, damit ich die ganzen Orbs abstauben kann. Obwohl, nee, warte, ich muss... glaube ich eh zurück. Ah, damit. Also das ist das Gerät, womit wir fahren müssten. Okay. Kein Problem. Kann ich nicht auch einfach selber den Schienen entlang laufen? Okay, ab hier wird's dann ein bisschen schwerer. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe, aber ich habe es überlebt. So, ich will ganz gerne die Loren-Schienen-Dinger hier abschließen. Damit wir das schon mal nicht mehr machen müssen. Oh, da hinten sehe ich noch eine. Die ist mies versteckt. Ich habe doch den Doppelsprung gemacht, warum macht er ihn nicht? Boah, das wird jetzt doch ein bisschen ätzend. Okay, fahren wir erstmal eine Runde hier mit. Fahren wir erstmal eine klitzekleine Runde. Vielleicht gibt es ja eine Energiezelle. Und noch eine. Ach, hier beginnen die Spinnenhöhlen. Da will ich aber noch gar nicht hin, um ehrlich zu sein. Da möchte ich tatsächlich noch gar nicht hin. Alter, da oben die Kiste, wie soll ich denn da rankommen? So, und so komme ich jetzt auch ganz einfach hier an die Kiste. So, 5. Ich weiß tatsächlich, wo der Rest ist. Also die 7. Die 7 Fliegen zusammen wird also kein Problem sein. Da habe ich nämlich schon alle entdeckt. Ich denke, ich werde... Oh! Also, wir haben ja auch schon alle... Das geht ja... Das geht ja schnell hier. So. Zack.
Hier ist das Lavarohr. Ach, da müssen wir ja, glaube ich, durch, um quasi in der Story voranzuschreiten, hat sie, glaube ich, gesagt. Nur das Lavarohr. So, jetzt weiß ich noch, wo die letzte... ...von den Fliegen ist. Und zwar ist die ziemlich mies, habe ich gerade eben gesehen. Da am Anfang. So. Das ist halt wirklich mies. Aber egal. Die ist Energiezelle. So, wären wir bei 52. Haben wir heute schon 7 Energiezellen geholt, ey. Kann ja keiner erzählen. So, ich höre nochmal genau hin. Hey Jungs, sammelt weiter Energiezellen. Ihr braucht sie, um weiter nach Norden zu reisen. Okay, sie sagt mir halt wirklich nicht wie viele, ne? Okay. So, ja, was machen wir jetzt? Was kann ich eigentlich hier? Wo bringt mich das hin? Das ist auf jeden Fall ein langer Weg nach oben. Holy shit. Okay, und ich bin der König der Welt, oder was? Oh Gott, in der Schneewelt. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Das Schneegebirge. Du mich auch mal, Spiel. Au. Hey, wo kommen die denn endlich? Da muss ich alle besiegen, damit es weggeht. Wer weiß. Doch unendlich, das kann ich sagen. Was ist das denn? Ich lasse das einfach mal so stehen, würde ich sagen, oder? Oh Gott, so ein Schneegebiet, da bin ich ja überhaupt nicht Fan von. Also ich weiß nicht, ob es schon mal Spiele gab, wo Schneewelten cool waren. Yoshi's Woolly World war ganz okay. Aber... gibt es auf jeden Fall eine Fliege. Oh nein, ich fall runter. Oh, und ich starte wieder hier. Oh, okay. Jetzt habe ich es hinbekommen beim First Try. Oh, Moment, da unten ist ja was. Oh, Moment, da unten ist ja eine Fliege. Ja, Mensch. Ach, und hier kommt man dann easy wieder hoch, falls man den Sprung nicht schafft. Okay. Ja, gibt's ihn. So, gehen wir jetzt erstmal hoch. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh, eigentlich hat er mich erwischt. Muss man ja dann doch zugeben. Aua. Ja,
das denn für ein Magier? Was ist das denn für ein Magier? Zur Hölle! Okay. So, das Gute ist, dass ich bis dahin alles gesammelt habe. Au. Ich glaube, damit treffe ich ihn, oder? Vielleicht kann rotes Echo diesen Kerl besiegen. Was? Was? Was, Dexter? Dexter, sag's bitte nochmal. Also ich nehme ja eigentlich an, dass ich das mit dem roten Echo machen muss. Okay, ich glaube, ich muss das mit dem roten Echo machen. Ich würde das ganz gerne nochmal probieren. Das würde ich ja ganz gerne nochmal probieren. Oh Gott. Let's go to the... So. Wow. Wow. Das war jetzt krass. Was hat mir das jetzt gebracht? Irgendwie nichts. Geil. Okay, danke, Spiel. Dann muss ich wahrscheinlich hier lang. Aber die Sprünge sind aber halt... Ja, purer Pain. Purer Pain. Wow. Halt dich doch fest! Ach, damn it. Ach, damn it. Ah. Okay. Hier muss ich einen Doppelsprung machen, weil anders komme ich nicht hier hin. Genauso wie hier. So, jetzt muss ich wieder so einen weiten Sprung machen. Hoppa! Aua. Oh nein, sie kommen wieder unendlich. Seh's doch. Wo bin ich? Okay. Eigentlich brauche ich ja die roten dafür. Habe ich schon wieder so einer. Okay. Es hat mit dem roten Echo wirklich kein Problem. Uah. Okay, ich kann hier runter. Was bringt mir jetzt hier runter zu gehen? Nein! Oh Mann! Keine Sorge, Leute, so lange wird es nicht mehr gehen. Ich werde auf jeden Fall später den Part beenden. Ich meine, wir haben heute schon alles geschafft, was ich schaffen wollte. Gab tatsächlich noch ein paar Trophäen mehr geholt.
die auszuschalten. Drücken wir jetzt mal das rote Echo. Damit mache ich jetzt erstmal hier die Boxen kaputt. Was, das geht gar nicht? Das geht wirklich nicht? Oh, okay. Das wusste ich nicht mehr. Okay, gehen wir mal hier lang. Oh Gott, selbst die Brücke ist rutschig. Och, nö. Schon wieder. Warum sind da Orbs? Aber dafür brauche ich wahrscheinlich erst. Achso, ich darf dich gar nicht mit rausnehmen. Okay. Dann kann ich mit dir noch nichts anfangen. Das tut mir leid. Das heißt, ich muss erstmal hier runter. Das Blöde ist halt die Kamera. Die Kamera tut hier ganz ordentlich weh. Okay. So, Nummer 3. Oh Gott. Oh, ich hab's irgendwie überlebt. Ich hab's irgendwie überlebt. Oh Gott, die Kamera tut so weh. Zur Hölle. Okay. Nein. Yes. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was es bringt, die Dinger reinzumachen. Aber irgendwas muss es ja bringen. Wow, danke. Zur Hölle. Okay, scheiß mir darauf. Scheiß mir darauf. Wie kommen wir in dieses Fort rein? Ganz ehrlich, Dexter, es ist mir gerade kackegal. Ach, Schneewelten sind aber ein schönes, Leute, oder? Ich meine, wir hätten auf jeden Fall schon mal unsere. Jetzt sind wir ja wieder am Anfang! Alles klar, und wir sind am Anfang. Gut, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wir belassen es dabei. Haltet die letzte Lurker-Gletschertruppe auf. Okay. Deaktiviere die Cursor-Blocker. Oh, man muss alle deaktivieren. Oh, okay, ich verstehe, ich verstehe. Sperre das Lurker fort, befreie die 7 Sperrfliegen. Alles klar. Gut, Leute. Ich werde für den nächsten Part mal wieder ein bisschen in die Trophies gucken. Mal gucken, was wir so machen können. Wir haben heute, 9% gemacht. Das ist ordentlich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.